Und genau über dieses Thema wird jetzt gleich auch unser Welt-TV-Chefredakteur sprechen. Er ist für uns an unserem Set in unserem Studio in Garmisch. Hier sehen wir ihn schon und bei sich hat er einen prominenten Gast. Ja, Fanny, Wolfgang Ischinger ist weiterhin bei mir. Er ist der wahrscheinlich erfahrenste Diplomat Deutschlands, war Botschafter in den USA, in Großbritannien, hat viele Jahre die Münchner Sicherheitskonferenz geleitet, da zahlreiche Staats- und Regierungschefs persönlich kennengelernt, von Joe Biden bis Wladimir Putin. Und Botschafter Ischinger, uns interessiert natürlich, was kann Präsident Zelensky jetzt erreichen, gleich mit seinem virtuellen Auftritt hier beim G7-Gipfel? Was glauben Sie? Er hat ein offenkundiges, kurzfristiges Ziel angesichts der militärischen Lage: mehr Waffen, mehr Munition, mehr militärische Hilfe. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Hilferuf, den er jetzt in diesen Minuten vortragen wird, dass der ungeheilt verklingen wird. Natürlich wird die Antwort so sein, dass sowohl die USA wie auch die europäischen Partner versprechen werden, noch draufzulegen, noch zuzulegen bei ihren militärischen Hilfsangeboten. Sie sagen, die werden noch drauflegen, aber es gibt ja durchaus unterschiedliche Hilfsbereitschaft in militärischen Fragen innerhalb der G7. Wir haben die USA und Großbritannien auf der einen Seite als größte Waffenlieferanten und dann Deutschland und Kanada zum Beispiel eher im Team vor sich, die immer sehr darauf bedacht sind, Putin nicht zu provozieren. Wie glauben Sie, kann da ein Kompromiss geschlossen werden zwischen diesen G7? Ach, ich sehe den Unterschied in den letzten Tagen eigentlich zunehmend weniger deutlich. Sie haben ja vollkommen recht, in den letzten längeren Wochen hatte sich dieser Eindruck ergeben, insbesondere die Deutschen sind eher zögerlich bei der Lieferung insbesondere schwerer Waffen. Wenn Sie die Liste betrachten, all der Güter, die geliefert worden sind, das ist eine durchaus eindrucksvolle Liste, aber zugegebenermaßen ohne die Lieferung der sogenannten schweren Geräte. Das hat sich ja jetzt geändert. Ich war selbst vor 3 Tagen in Kiew, habe längere Gespräche führen können mit dem ukrainischen Verteidigungsminister, mit dem Außenminister. Und die haben mir unaufgefordert gesagt, toll, dass Deutschland jetzt auch solches Gerät liefert, wie die berühmte Panzerhaubitze 2000. Das ist eben ein Artilleriegerät mit großer Reichweite. Das ist genau das, was die Ukraine braucht. Also ich glaube, wir sind, darf ich es mal salopp sagen, wir sind in der Frage jetzt doch aus dem Schneider. Sie sagen, wir sind aus dem Schneider. Gestern gab es ja schon das bilaterale Gespräch zwischen US-Präsident Biden und Olaf Scholz. Olaf Scholz hat danach gesagt, wir sind uns einig, was getan werden muss. Ist das wirklich so harmonisch oder glauben Sie, dass Präsident Biden dahinter verschlossener Tür doch ein wenig Druck auf den Bundeskanzler ausgeübt hat, mehr zu tun für die Ukraine? Ich sehe hier keinen großen Dissens. Es waren die USA, die zu Beginn dieses Konflikts Wert darauf legten, dass die NATO nicht als, sagen wir mal, Kriegspartei in Gänsefüßchen an diesem Krieg teilnimmt. Es waren die USA, die vorsichtig darauf Wert gelegt haben, dass wir allesamt, entweder als NATO oder einzeln, nicht Kriegspartei werden. Es waren die USA, die gesagt haben, es kommt nicht in Frage, dass etwa amerikanische Soldaten hier teilnehmen. Also die Zurückhaltung war ja nicht nur bei uns. Die Zurückhaltung und die Vorsicht war auch eine amerikanische Vorsicht. Daran hat sich nichts geändert. Wir werden in den kommenden Tagen beim NATO-Gipfel sehen, dass die NATO bei unseren Vorkehrungen und Hilfeleistungen ja keineswegs die zentrale Rolle spielt. Das ist absichtlich so. Man möchte Putin nicht das Vergnügen bereiten, sagen zu können, die NATO führt Krieg gegen mich, sondern die NATO-Mitgliedstaaten und andere helfen der Ukraine, das ist völkerrechtlich möglich und zulässig, sich zu verteidigen. Das ist aber kein Krieg der NATO gegen Russland. Es kommt also mehr auf bilaterale Kontakte an als auf die NATO. Da sind wir wieder bei Deutschland und Amerika. Sie kennen Joe Biden seit vielen, vielen Jahren, waren oft Gastgeber in München, wo er die Sicherheitskonferenz besucht hat. Warum hat Joe Biden ein so enges Verhältnis zu Deutschland? Wie erklären Sie sich das? Also Joe Biden ist als schon ganz junger Mann, der war noch kaum 30 Jahre alt, in den amerikanischen Senat gekommen. In einer Zeit, da war der Kalte Krieg noch gar nicht mal so richtig zu Ende. Und er hat Deutschland unendlich oft besucht. Er war häufig Gast bei unserer Veranstaltung, bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und er hat, und da kann ich ihm gar nicht genug danken, in der Zeit, in der ich in Washington Botschafter war, er hat immer mit sich reden lassen.
wenn die deutsche Botschaft bei ihm anfragte, wir haben wieder eine Bundestagsdelegation da, es kommt ein Ministerpräsident, es kommt ein deutscher Minister, könnten Sie mit Ihren Freunden und Kollegen aus dem Auswärtigen Ausschuss des Senats freundlicherweise zu einem Gespräch bereitstehen? Der hat nie Nein gesagt. Er war für uns ein toller Partner, ein immer verlässlicher Gesprächspartner, ein offener Gesprächspartner. Und das Gute daran, dass man jetzt einen Joe Biden im Weißen Haus hat, ist natürlich, dass dem niemand erklären muss, wo Kiew liegt. Der war selbst schon da. Der kennt die europäische Geografie, der kennt auch unsere Befindlichkeiten. Stellen Sie sich mal vor, wo wir heute wären, wenn wir noch einen Donald Trump hätten. Ich mag es mir gar nicht ausmalen. Donald Trump, der davon gesprochen hat, Putin sei ein Genie und ein genialer Stratege, noch nachdem die Truppen an der ukrainischen Grenze aufgezogen worden sind. Eben, genau. Glauben Sie, dass Joe Biden von Deutschland mehr Führung einfordern wird? Es war ja oft die Rede davon, dass Deutschland eine Weltmacht wider Willen ist in außenpolitischen Fragen, keine strategische Autonomie hat, sondern eben immer nur auf den großen Bruder Amerika sozusagen schaut. Glauben Sie, Joe Biden wird da ein bisschen mehr Eigenverantwortung von Deutschland jetzt auch einfordern? Also es ist ja zunächst mal so, dass ein Dollpunkt, ein erhebliches deutsch-amerikanisches Ärgernis der letzten Jahre aus dem Weg geräumt worden ist, Stichwort Nord Stream 2. Das war ein schwerer Mühlstein um den Hals der deutsch-amerikanischen Beziehung. Das ist weg. Und deswegen erwarte ich überhaupt nicht, dass der amerikanische Präsident jetzt öffentlich, schon gar nicht hier in diesem herrlichen, in dieser herrlichen Umgebung von Elmau, die Deutschen öffentlich auffordert, nun mehr Führungskraft zu tun. Aber eins ist klar, Amerika freut sich, wenn wir genau das tun, wenn wir entsprechend unserer relativen Rolle, unserer Wirtschaftskraft als größtes und stärkstes europäisches Land, wenn wir tatsächlich mehr Führungskraft zeigen. Und ich bin sicher, dass Olaf Scholz das von seinem amerikanischen Kollegen auch zu hören bekommt, dass man auch in Washington sehr genau verfolgt hat, dass auch die Führung, die Spitze der SPD sich jetzt für mehr Führungsrolle Deutschlands ausspricht, kürzliche Rede von Lars Klingbeil, das geht alles in die richtige Richtung. Also ich sehe hier keine Konflikte, ich sehe hier eher eine Konvergenz, ein Zusammenrücken. Wir erwarten weiterhin mit Spannung gerade den virtuellen Auftritt des ukrainischen Präsidenten Selenskyj auf Schloss Elmau. Sie waren in der vergangenen Woche selber einige Tage in der Ukraine. Sie waren in Irpin, Sie waren in Butscha. Mit welchen Erkenntnissen sind Sie aus der Ukraine zurückgekommen? Also ich hab vor allen Dingen zwei Erkenntnisse. Wenn man selbst da ist, eine Woche vor meinem Besuch war ja der Bundeskanzler auch dort. Es ist schon ein ganz merkwürdiges Erlebnis festzustellen, dass in Kiew, in der Hauptstadt, mal von diesen gelegentlichen Raketenangriffen abgesehen, das Leben einer Millionenstadt eigentlich ganz normal fortgeht. Da wartet ein Taxi, die Restaurants sind offen, die Leute essen, das Leben funktioniert. Dabei wissen wir, dass ein paar hundert Kilometer weiter im Osten täglich Hunderte ihr Leben riskieren und auch relativ viele Leute ihr Leben verlieren, dass da Tag und Nacht geschossen wird. Das ist schon ein ganz merkwürdiger Background. Zweite für mich wichtige Erkenntnis ist, ich habe mit ganz vielen ukrainischen Parlamentariern auch sprechen können, von allen möglichen Parteien. Kein einziger hat mir und meinen Reisekollegen erklärt, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, klein beizugeben. Ich glaube, der Selbstverteidigungswille der Ukraine ist zumindest bei der politischen Elite, bei denen, auf die es ankommt, den Parlamentariern, der Regierung, ungebrochen. Und die Frage ist ja auch, ist auch richtig so. Denn wenn man die Frage stellt, was wäre denn die Alternative? Was würde denn passieren, wenn wir jetzt sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, die Waffen strecken? Diese Alternative wäre zu schrecklich, um sie sich auszumalen. Eine Unterwerfung des Landes und das hat Putin ja selbst als Ziel so formuliert, unter eine russische Vorherrschaft. Also das ist dieser Selbstverteidigungswille ist ungebrochen. Gleichzeitig habe ich aber auch festgestellt, dass unter den Verantwortlichen in der Ukraine die Lage des Kriegs durchaus realistisch ist. Gesehen wird. Es ist also nicht so, dass da traumtänzerisch tatsächlich gedacht wird, wir können in ein paar Wochen uns die Krim zurückholen. Also man ist da sehr realistisch, man braucht mehr Hilfe aus dem Westen und man möchte
Man muss davon ausgehen, und man geht in der Ukraine davon aus, dass dieser Krieg sich lange hinziehen wird. Es geht nicht um Wochen, geht auch nicht um ein paar Monate. Es geht vermutlich leider eher um Jahre. Vielen Dank, Botschafter Ischinger, für Ihre Einschätzung. Für den Moment, wir werden den ganzen Tag weiter hier aktuell die Geschehnisse auf Schloss Elmau analysieren und gehen jetzt einmal zurück erstmal nach Berlin.